Heute mal wieder Experimente mit Trockeneis. Warnung, das folgende Video dient nur zu Demonstrationszwecken. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden bei Nachahmung des Versuches. Aktiviert die Glocke. Letzte Woche war ich 100 Stunden wach und diese Woche habe ich euch nach Experimenten mit Trockeneis auf Twitter gefragt. Folgt mir auf Twitter. Und nach manchen Vorschlägen, die ich glücklicherweise schon umgesetzt hatte, wurden mir auch einige coole neue vorgeschlagen. Mit diesem Zeug kann man eine Menge Blödsinn im Namen der Wissenschaft anstellen. Hier zum Beispiel der Klassiker mit dem Trockeneis und der Münze, welcher lustigerweise bisher an mir vorbeizog. Alles, was wir dafür brauchen, ist, Trockeneis und eine Münze. Eine wärmere Münze, und legen wir diese jetzt aufs Trockeneis, fängt diese an zu zittern. Das, weil das Trockeneis bei dem für die Erde typischen atmosphärischen Druck sublimiert. Es geht direkt von dem festen in den gasförmigen Zustand über, und da das bei dem Kontakt mit der wärmeren Münze schneller vorangeht, wippt diese nun auf und ab. Und Münzen bieten ja generell bei Aufprall eine interessante Geräuschkulisse. Und drückt man jetzt die Münze mit Handschuhen auf das Trockeneis, entsteht diese Geräuschkulisse. Die Handschuhe sind wichtig, weil die Münze als metallischer Gegenstand sehr gut Wärme leiten kann. Also besteht auch hier Gefrierbrandgefahr. Oder noch schlimmer. Ich übernehme keine Haftung. Aber interessant wird's auch, wenn man Trockeneis in einen Metallkörper packt. Für ein anderes Projekt, das noch auf diesem Kanal kommen wird, abonniert Techtastisch, kam das Trockeneis mit der Vakuumglocke in Kontakt und dafür wurde ich mit diesem Privatkonzert belohnt. Oh mein Gott. Das hier war mein persönlicher Lieblingsvorschlag. Wenn wir gerne auch mit Calciumhydroxid eine alkalische Calciumlösung herstellen und ihnen diese nun Trockeneis geben, wird die Lösung trüb. Das, weil in diesem Beispiel das Calciumhydroxid zusammen mit dem CO2 zu Calciumcarbonat und Wasser reagiert. Jupp, leicht wasserlösliches Calciumhydroxid reagiert zu schwer wasserlöslichem Calciumcarbonat. Oder auch Kalk. Und wenn man diese Hintergründe kennt, ist das plötzliche Trübwerden des Wassers gar nicht mehr so mysteriös. Für die Wissenschaft! Da lässt sich dann noch aber mit Phenolphthalein, ich hoffe, ich habe es jetzt einfach mal richtig ausgesprochen, ein anderer cooler Effekt darstellen. Jetzt weist der Indikator zum Beispiel noch eine alkalische Lösung nach. Wenn man jetzt aber Trockeneis hinzugibt, dann irgendwann nicht mehr, weil die Lösung dann einen neutralen und dann irgendwann auch einen sauren pH-Wert hat. Wegen der Kohlensäure. Aber das ist noch nicht alles. Da wir selbst höchst klimaschädliches CO2 ausatmen, sollte der Versuch doch auch mit Atemluft funktionieren, oder? Um das auszuprobieren, habe ich mir einen höchst illegalen Strohhalm von meinem Strohhalmdealer besorgt und geblasen. Man sollte natürlich hier aufpassen und nicht aus Versehen die höchst ätzende Lauge konsumieren, ne? Fakt ist jedenfalls, das Wasser wird trüb, also es funktioniert. Und versucht mir hier nicht mangelnde Mundhygiene zu unterstellen, denn der Phenolphthalein-Versuch zeigt, es entsteht hier wirklich gerade Kalk. Die Sache ist jetzt die, nicht jeder von euch hat Calciumhydroxid zu Hause. Sondern nur jeder zweite, Hashtag Techunity. Und sollte euch der Dealer fehlen, Strohhalme gibt es ja zum Glück auch aus Metall. Und zu guter Letzt werde ich kein Trockeneis in eine Flasche geben und zuschrauben. Zumindest nicht mit der Absicht, diese explodieren zu lassen. Aber was würde passieren? Das Trockeneis wird durch das Wasser schneller erwärmt und somit viel zuverlässiger und viel schneller zur Gasbildung angeregt. Unter beispielsweise 1 Kilogramm Trockeneis ca. 541 Liter gasförmiges CO2 freigibt, sorgt das nun dafür, dass ein extrem hoher Druck im Inneren des Körpers entstehen wird. Und das kann unter anderem dazu führen, dass diverse Körper unter diesem großen Druck reißen. Sie explodieren und von solchen selbstgebauten Flaschenbömpchen halte ich persönlich nichts. Stellt euch mal vor, was passieren würde, wenn diese in eurer Hand losgeht. Ich persönlich werde diesen Versuch nicht durchführen und ich rate es auch jedem von euch ab, weil ihr sollt euch nicht mit Wissenschaft gefährden. Aber ihr wisst jetzt, was passieren würde. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch die Experimente gefallen haben. Und oben ist jetzt noch das 100 Stunden Wachbleibe-Experiment von letzter Woche verlinkt. Und im unten verlinkten Video zeige ich, was Trockeneis so mit Fleisch anstellen würde. Jetzt noch ein großes Dankeschön an alle, die die Projekte hier auf diesem Kanal finanziell unterstützen und aktiviert die Glocke.